Sagt ihr Ihnen das Was was? ragt? Nee. Ja, eigentlich haben wir doch alles an Werkzeug, was hier liegt. Gepresster Sand mit... Ich sehe zumindest nichts mehr. Hierzu kann man anscheinend auch nichts mehr sagen. Hier liegt jetzt auch kein Werkzeug mehr. Oh, warte mal. Stimmt, du hast doch jetzt das mit dem Robben geklärt. Ja. Dann kannst du jetzt mit dem Regisseur reden, oder nicht? Also, der hat doch. Also. Wie gesagt. Ich würde dich als hässliches Sandmonster einsetzen, aber wer schon einen Einsatz hatte, gilt als verbrannt. Boah. Ah, ich würde dich als hässliches... Kann mir jetzt da was machen? Nee. Aha. Dürfen die Darsteller der Superspione auch Autogramme geben? Wenn wir auf Sendung gehen, sicher. Moment. Sag bloß, du bist ein Fan dieser talentfreien Schreckschraube. Ja, das würde ich nicht sagen. Justus meinte mal, Fan käme von fanatisch. Werner hat mir ständig wegen Rollen aufgelauert. Zuletzt soll sie Quacksalber einer Schönheitsklinik konsultiert haben. Ja, das sieht wie man. Sie wohl heute aussieht. Ach, der weiß gar nicht, wie sie aussieht, aber sie ist Dork, die Nummer. Ich würde... Eine Hand wäscht die andere. Ja, Ja, ein Monster. Wenn ich nochmal Mist baue, kriegt Papa... Weißt du auch, welches von den Dingern du bearbeiten kannst? Nee, aber vielleicht kann ich dir das Werkzeug geben, dann verteidige ich dich als Sandmonster. Also die beiden oberen anscheinend nicht. Das ist ja gemein, irgendwie anklicken. Was? Kannst du die einzelnen allgemein irgendwie anklicken? Gepresster Sand? Gepresst? Nee. Da kommt immer derselbe Text. Vielleicht kann ich noch mit dem Hochdruckreiniger auf die Robben schießen. Oh. Zum Glück gibt es hier Salzwasser wie Sand am Meer. Ach, du musst das hier machen, oder? Ich dachte eben, der schießt echt mit dem Hochdruckreiniger auf die Robben. Peter Frankenstein. Detektiv und Monstermacher. Finde heraus, welche Teile ein stimmiges Monster ergeben. Wechsel lieber durch, bis sie zusammenpassen. Ah, ja. Yeah. Achso, das muss ich jetzt 10 Mal machen. So. Ich glaube nicht, dass das. Ja, das stimmt. Passt das nicht? Kann nicht, das wird doch genommen. Dann hat es davor dann zu dem Kopf keine richtige Figur gefunden. Oh, okay. Mal den bei den Typen genommen. So, genau. Das. Ja, da kommt dann der Sixte. Ja, okay. So genau der Tür. Ja.
Irgendwo kann man das teilweise an der Farbe erkennen. Ja. So, da ist der Oberkörper viel zu klein. Du hast eine künstlerische Ader, Peter. Ich frage mich bloß, wie du die Monster heil ans Set bekommst. Wenn ich die einzeln zu Papa bringe, ist er garantiert genervt. Ist hier vielleicht etwas Nützliches? Ein Servierwagen, genau. Ah ja. Eine Hand wäscht die. Nee, nicht eine Hand wäscht die andere. Muss ja auch alle einzeln einsammeln, ey. Ja. Da steht so funktionieren etwas Tablet-Spiele. Ah ja, das war ein Teil der Kette, ja. Da steckt etwas unterm Kies. Noch ein Teil. Ja, Mensch. Ja, okay. Gut, dann werden wir jetzt mal das mit der Kette. Gehört diese Kette Ihnen? Die Kette, wegen der ich in der nächsten Szene gejagt werde. Vielen, vielen Dank, Peter. Man sollte meinen, das wäre eigentlich ein ziemlich wichtiges Requisit. Ja, deswegen. Das dann nicht bei, was dann nicht ihrer Verantwortung übergeben wird, sondern dem Requisiteur, aber. Wenn ich nochmal Mist baue, Aha. Wow, du hast dich wirklich ins Zeug gelegt. Vor allem die passen doch überhaupt nicht zueinander. Das tanzt mir zu sehr aus der Reihe, falls du deine Mutter darstellen wolltest. Wäre ich nicht eben begeistert. Stimmt. Er schaut irgendwie aus wie eine Frau. Ja, Mensch. Aber doch nicht wie Mama. Ja, Peter, warum hast du die denn gemacht? Vielleicht kann sie etwas damit anfangen. Oder auch nicht. Vielleicht kann er etwas damit anfangen. Oh ja. So sieht Werner Wilson heute aus. Du bist ein Scherzvogel, Peter. Nein, das ist mein voller Ernst. Ich habe sie an der Felsküste getroffen, sie aber natürlich auf Abstand gehalten. Jetzt tut sie mir beinahe leid. Ich glaub, machen wir aus der Rolle. Not eine Tugend. Ich brauche Monster, sie ist eines, also soll sie ihren Willen haben. Sag ihr das. Okay, Mrs. Wilson. Sie bekommen eine Rolle. Sie verfolgen in der nächsten Szene Taylor Barnes. Mason will mich dabei haben? Okay, ihr Lieben, die Mittagspause ist vorüber. Maske und Kostüm, Mrs. Werner Wilson wird uns beehren. Peter, du weißt Bescheid. Ende. Sie haben es gehört. Wissen Sie, wo Sie hin müssen? Seit meiner Geburt. Danke, Peter. Ah ja. Falls du mal über Danny oder über Mr. Hitchcock plaudern möchtest, dann komm vorbei. Danke, Mrs. Wilson. Das voll darauf die komme ich sicher mal zurück. Ob sie uns wirklich wegen Danny weiterhelfen kann? Ich bin schon froh, wenn sie seinetwegen dicht hält. Voll der Wahnsinn. Und ich mittendrin. Widersteht. Hör zu, Peter. Ich bekomme schnell Sand in die Augen. Hilf mir, Taylor Zeichen zu geben, damit sie nicht Sonnenbrille verkehrt an. Läuft. Gut, ich stelle mich gleich mal hinter sie. Vor allem, der ist doch für die Special Effects zuständig und nicht für das Skript oder so. Hör zu, wie schnell kriegt man am Strand ein bisschen Sand in die Augen. Hilf mir, Taylor Zeichen zu geben, damit sie nicht verkehrt läuft. Echt windig sein, ne? Gut, ja. Ich stelle mich gleich mal hinter sie. Bitte alle auf ihre Position, danke. Pyrotechnik bereit! Ach du Kacke. Taylor folgt der Richtung, die Peter vorgibt. Die Schauspielerin darf nicht mit Requisiten, Sprengsätzen oder verkleideten Stuntleuten zusammenstoßen. Wenn sie die Sandmünster filmreif ausschaltet, darf sie bis mehr um... Ja, und wie steuert... Ah, okay. Pfeiltasten? Hä? Okay, du musst also erstmal... Genau, ja. Da war eine Falle direkt vor dir. Ja, aber... Da muss ja die Monster rein. Bewegen.
Ah. Die laufen alle mal durch, okay. Ja, die folgen immer meiner Bewegung. Ja. Wenn Filmreif ausschaltet, ja. Moment, der da unten nicht? Oder wieso geht das ja gar nicht nach oben? Die Richtung, die er sieht. Moment, da will ich nochmal neu starten, ja. Ach so, die Vögel können sich nur seitwärts, also in Blickrichtung. Ja, aber da ist in Blickrichtung, ne? Die drehen sich ja auch um, aber immer nur um 180 Grad. Und die läuft dann auch immer durch, ja? Ja. Hä? Immer neu. Ah, okay, die schalten sich gegenseitig aus. Ist jetzt, Mist. Also die beiden da oben müssen weg. Ich gehe erst nach unten. Ich glaub, ja. Ach, dann laufe ich raus. Das heißt, wir werden wahrscheinlich erstmal noch links. Aber jetzt hat sie auch nicht. Okay, dann muss die da oben vielleicht. Ja. Die auch weg. Hm. Jetzt müssen eigentlich alle drei Springfallen oben weg. Vielleicht so. Oh. Ja, dann läufst du ja selber rein. Dann halt so. So. Oh. Dann so. Nee. Nee, das geht auf jeden Fall. Okay, mal jetzt. Einfach mal rechts erstmal. Dann nach oben. Oben. Dann so. Ich erstmal nach links, genau. Dann noch so. Nee. Nach unten. Ja, dann ist sie auch. Vielleicht. Oh, das ist gut. Ja, jetzt muss ich nur noch mal außen rumlaufen. Ja. Das Vater bekommt schnell Sand in die Augen. Ich verstehe nicht mal, wie das funktionieren soll. So, Moment, da können wir jetzt nach oben. Nee. Moment. Ja, genau. Jetzt so nach unten. Du kannst einfach. Ah, okay. Ja, das ist gerade so, ob das vielleicht trotzdem ein Problem ist. Aber ne, wenn du vorher uns guckst, das ist okay. So. Ich sehe jetzt keine Schwierigkeiten mehr. Ja, irgendwie nicht. Und die anderen vernichten sich auch noch. Ach, und der bewegt sich einfach gar nicht. Ja, dann. Ah, das unten neben der Fahne muss weg. Zuerst. Bewegt er sich. So. Wenn er sich gar nicht bewegt, warum steht er dann da? Also, beziehungsweise wie funktioniert er denn dann? Abgedreht. Naja, man darf da nicht hin, aber das ist eine Wand. Oh, und er könnte ja. Papa ist schon unterwegs. Genauso gut eine Bombe sein. Ja, was sieht schon. Peter, ich möchte dich mit Raghav Shirodka bekannt machen. Raghav, mein Sohn ist eingeweiht. Du kannst also frei sprechen. Stimmt es, Peter, dass du mit deinen Freunden Fälle löst?
Ach, wir sind einfach nur neugierig. Keine Superdetektive. Ach, wir sind so bescheiden. Wie ich gerade zu deinem Vater sagte, Peter, ich habe den Verdacht, dass Danny mitsamt dem Heldenanzug verschwunden ist. Ragaf, bist du wirklich der Ansicht, dass wir es unverzüglich melden sollten? Na schön, ich gebe euch 48 Stunden. Aber dann muss ich Mr. Grigsby ins Bild setzen. Was meinst du zu der Frist, Peter? Das ist Bob. Vielleicht erfahren wir gar nicht. Hallo Bob, endlich angekommen? Nee, ich stehe immer noch im Stau. Ja, aber ich musste die Feuerleiter nehmen, um ins Loft zu kommen. Danny ist nicht da. Er bricht also ein. Wie? Du stehst in Dannys Loft? Dann pass auf, wo du hintrittst, klein wie er ist. Der Witz hat langsam einen Bart, Peter. Ich wollte nur Bescheid geben, dass ich mich hier ein wenig umsehe. Für den Fall, dass ich erwischt werde. Okay, pass auf dich auf. Verstehe ich das richtig? Dieser Bob durchsucht Dannys Wohnung? Nein. Naja, es könnte Hinweise geben, dass Danny etwas zugestoßen ist. Was Bob berichtet, hat immer Hand und Fuß. Wie auch immer, wir sollten uns wegen Danny nicht von der Arbeit abhalten lassen. Ich muss los. Denk dran, 48 Stunden. Ja, wann denn? Mann, der hatte es aber eilig. Als wäre der Teufel persönlich hinter ihm her. Peter verspricht seinem Vater, dass die drei Detektive den Anzug vor Ablauf der Frist finden. Und er hilft ihm, das Set abzubauen. Außerdem erkundigt er sich bei Justus, wie es in Santa Monica lief, und erstattet Bericht. Was, Bob schreibt auf Englisch? Das muss erhält Peter eine Nachricht von Bob mit einem Foto. Peter traut seinen Augen kaum. Ist Bob tatsächlich zu einem Witzling geworden? Der winzige Bob. Kapitel 5 oder 4, der winzige Bob. Nette Bude. Ob ich Hinweise finde, wo der Superanzug steckt? Hoffentlich zertrete ich Danny nicht versehentlich. Danny? Eine stinknormale Actionfigur. Ob sie trotzdem mehr bedeutet als ein Spielzeug? Ei. Danny mit seinem Kumpel vor der Schauspielschule. Oh, das Tor. Hä, wo? Ja, links unten in der Ecke. Oh. Zwei Freunde beim Paintball. Hm, solange aus Spaß nicht ernst wird. Bollywood lässt grüßen. Ragaf-Chirotka. Bollywood lässt grüßen. Eine Einladung zu einer Party im Rakshi-Verlag. Haben sie überhaupt die Rechte an diesem Bild? Danny Bollywood lässt grüßen. Moment, Moment. Wollte ich dazu nicht etwas abchecken? Bollywood lässt grüßen. Ja, wozu denn? Hä? Raghav Shirodka. Rakshi Verlag. Der Verlagsname auf der Einladung setzt sich offensichtlich aus den Anfängen von Vor- und Nachname des Verlegers zusammen. Bollywood lässt grüßen. Ja. Die Eingangstür ist zugesperrt. Und sehr massiv. Die alte Waage passt nicht recht zu Dannys schnellen Mahlzeiten. Es fehlt eine Waagschale. Top-Top-Futter für Menschen. Hinter der Kaffeemaschine und hinter dem Orangensaft. Ja, stimmt, da sind, wir dürfen ja keine Markennamen nennen, also da sind Eisenmann und Superman mit dem Moment. Ja. Katze namens sehr gut, Mensch. Zu besitzen. Sehr gut, Mensch. Ich hoffe, die Katastrophe besteht nicht darin, dass sie ihn sehr gut, Mann. Dieses Schälchen scheint mir hier fehl am Platz. Du musst bestimmt noch die ganzen, ja, du musst dafür bestimmt die ganzen Gewichte einsammeln, die hier auch rumliegen. Ich wette, der Wagen passt. Das Plätschern haben wir doch gehört, als Dannys Botschaft lief.
hätte ich's vergessen. Zu dem Superanzug gehören solche Epauletten. Eine ist verloren gegangen. Nur eine? Ich kann mich nicht erinnern, überhaupt welche in dem Video gesehen zu haben. Papa ist das im Nachhinein auch aufgefallen. Keine Ahnung, ob uns das weiterbringt. Ich schicke dir ein Foto davon. Ich helfe meinem Vater noch ein bisschen beim Aufräumen. Treffen wir uns danach in der Zentrale? Das hängt davon ab, was sich hier im Loft ergibt. Und ob unser Rockerchef samt Feuerstuhl auf Mrs. Jonas trifft. Ja, guck mal, ich sehe schon, hier ist der Blitz. Hier ist grüne Laterne. Und da ist totes Schwimmbad.